Ich heiße euch heute herzlich willkommen und habe für euch eine beeindruckende Festung im Schlepptau. Es geht um die Festung Ehrenbreitstein. Ich habe sie für euch besucht und lasst uns gemeinsam in die spannende Geschichte eintauchen. Ich nehme euch mit auf eine Reise mit einer wunderschönen Ausblick. Die Position ist eine sehr gute und das nicht nur aus strategischer Sicht. Von dort oben kann man über die ganze Stadt Koblenz schauen. Zu der Festung zu kommen ist ziemlich einfach. Es gibt einen Parkplatz für Autos und auch eine Bahnstation, die wie die genannte Festung heißt. Der Weg da hoch kann unterschiedlich sein. Wenn man es nicht wie ich mache und einfach drauf losläuft, ist es entweder möglich, einen kleinen Gang zu finden, der den Weg abkürzt, oder man nimmt die Gondel, die nach oben fährt. Naja, oder ihr macht es so wie ich und nehmt den längeren Weg in Kauf, der im Übrigen auch ausgeschildert ist. Die Festung Ehrenbreitstein, gelegen auf einem Felsen hoch über dem Rhein bei Koblenz, ist einer der bedeutendsten und ältesten Festungsanlagen Deutschlands. Ihre Ursprünge reichen bis ins 10. Jahrhundert zurück, als auf dem strategischen wichtigen Felsen eine erste Burg errichtet wurde, die der Kontrolle über den Rhein und den Moselübergang diente. Die Festung wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ausgebaut und verstärkt und erlebte zahlreiche Besitzerwechsel und militärische Auseinandersetzungen. Ursprünglich war die Burg Ehrenbreitstein im Besitz der Erzbischöfe von Trier, die sie als wichtigsten Stützpunkt im Kampf um die Vorherrschaft im Rheinland nutzten. Im 12. Jahrhundert wurde die Burg weiter ausgebaut und verstärkt. Während des Mittelalters diente sie den Trierern Kurfürsten als Residenz und Machtzentrum. Die strategische Lage der Festung machte sie zu einem begehrten Objekt in zahlreiche Konflikte des Mittelalters, darunter auch die Auseinandersetzung zwischen dem Heiligen Römischen Reich und den französischen Königen. Im 17. Jahrhundert wurde die Burg im Rahmen des 30-jährigen Krieges mehrmals belagert und erobert. Nach dem Westfälischen Frieden 1648 wurde die Festung erneut ausgebaut, um sie gegen modernere Belagerungstechniken zu schützen. Die Erzbischöfe von Trier, die weiterhin die Kontrolle über die Festung hatten, ließen umfangreiche Verstärkungen vornehmen, die sie zu einer der stärksten Festungen des Reiches machte. Im Jahre 1799, während der Koalitionskriege gegen das revolutionäre Frankreich, wurde Ehrenbreitstein von französischen Truppen belagert. Nach einer zweijährigen Belagerung musste die Festung 1801 kapitulieren. Die Franzosen sprengten die Anlage, um ihre militärischen Nutzen unmöglich zu machen. Nach dem Wiener Kongress 1815 wurde die Festung im Rahmen der Neuordnung Europas und der preußischen Rheinlandbesitzung wieder aufgebaut. Die Preußen erkannten die strategische Bedeutung von Ehrenbreitstein und errichteten eine neue, mächtige Festung auf den Ruinen der alten. Diese neue Festung war Teil eines Systems von Festungen entlang des Rheins, das Preußen von französischen Angriffen schützen sollte. Während des Ersten Weltkrieges blieb die Festung weitestgehend unbeschädigt, da sie hinter den Hauptkampflinien lag. Sie diente jedoch als bedeutendes Logistikzentrum und Lager für Kriegsgefangene. Nach dem Ende des Krieges und dem Versaller Vertrag musste die Festung teilweise demilitarisiert werden, da das Rheinland zur entmilitarisierten Zone erklärt wurde. Die Festung Ehrenbreitstein verlor ihre militärische Bedeutung und wurde 1922 von der Reichswehr endgültig aufgegeben. Im Zweiten Weltkrieg spielte die Festung nur eine geringe militärische Rolle. Sie diente hauptsächlich als Luftschutzbunker und Lagerstätte. Gegen Ende des Krieges, 1945, wurde Koblenz stark bombardiert, aber die Festung selbst blieb weitestgehend verschont. Nach dem Krieg wurde die Festung von den alliierten Besatzungsmächten genutzt und in den 50er Jahren begannen die schrittweise Umwandlung in ein kulturelles und historisches Denkmal. Heute ist die Festung Ehrenbreitstein ein bedeutendes Kulturdenkmal und eine Touristenattraktion. Sie beherbergt mehrere Museen, darunter das Landesmuseum Koblenz, und ist Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen. Die Festung bietet einen beeindruckenden Blick auf das Rheintal und erinnert an die bewegte Geschichte der Region und die militärischen Auseinandersetzungen, die Europa über Jahrhunderte geprägt haben. Eine interessante Geschichte, auf die man bei Begehen der Burg steht. Ich finde es immer wieder faszinierend, was für schöne Orte und Gebäude es unter uns gibt. Ebenso interessant ist die Geschichte. Vielleicht in einem weiteren Video werde ich mal die Festung begehen und eine Führung teilnehmen. Für weitere Videos über schöne Burgen oder Schlösser sowie interessante Geschichten folgt dem Kanal und zum Schluss seht ihr einen Ausschnitt aus dem nächsten Video. Bleibt gesund und nutzt die Zeit, die euch bleibt, um schöne Erlebnisse zu kreieren.